Bibbidi-Bobbidi, Bobson Gaming, Blue Sun Catcher, hier mal wieder mit einem neuen Blind Commentary. Der liebe Romanov hat mir ein Gameplay geschickt, hat gesagt: Blue, hier, nimm das, kommentier das. Ich habe hier ein gutes Spiel abgeliefert und ich habe mir so gedacht: Okay, Romanov, will ich erstmal sehen, ob du abgeliefert hast. Ja, wie es so ausschaut, spielen wir hier ein Mashup mit starken Artefakt-Spielern. Wir haben Jan dabei, Xra, Yange, Satyricon, Kess ist dabei. Deadly Venom ist auch mit dabei und noch viele andere, die auf jeden Fall wissen, wie das Spiel geht. Oh, schade, Roman, schade. Vielleicht war das Shield hier an der Stelle ein bisschen zu früh eingesetzt, aber ich meine, ich will jetzt nicht klug scheißen. Ich bin auch mit dem Shield, teilweise setze ich das viel zu früh ein. Ich weiß auch nicht, das ist so die Paranoia von diesen elenden Knives. Komm, hast du das Artefakt? Scheiße, Shield. Und dann war es zu spät und der Cooldown ist dann eben für den Arsch. Ja, wir spielen hier auf Virginia. Ja, schön, schönes Smoke, da dodgt er raus. Oh, okay, es scheint so, dass Romanov mit einer Duration Smoke spielt. Andernfalls wäre er hier geslidet worden. Ah, da kommt das Knife. Ja, Resilience. Nee, Resilience ist heute nicht. Und leider stirbt Romanov, der normalerweise, so wie ich es mitbekommen habe in Competitive Gameplays, eigentlich sich mehr oder weniger immer auf die Defense konzentriert, aber vielleicht hat er sich in dem Gameplay hier gedacht oder bei dem Spiel, ach scheiß was auf die Verteidigung, ich muss das jetzt hier mal machen, ich muss jetzt mal hier wieder was für mein Ego tun, ne? Das ist ja so klein durch meine minderwertigen Assassinate-Videos. Blue kritisiert Assassinate-Videos, der größte Meuchler auf der Welt. Weil wenn du in dem Moment jetzt gestunt hättest, hätte ich mich quasi im eigenen Commentary gerackt, aber so habe ich mich nur halb gerackt. Nein, das ist ja immer ganz besonders, muss ich sagen, wenn man gegen Assassinate-Spieler Artifact Assault spielt. Das ist anders. Das merkst du als Gegner und das merkst du auch als Mitspieler. Assassinate-Spieler sind irgendwie immer noch Assassinate-Spieler. Die haben geiles Freerunning, teilweise ein sehr, komisches Spielverständnis, was Artifact Assault betrifft, was aber nicht gleich schlecht heißt. Sie spielen einfach, du merkst das einfach. Du merkst auf der einen Seite auch, dass sie Einzelgänger sind normalerweise. Schöner Silent, den habe ich auch nicht gesehen. Klar, er war ja im Haystack, aber damit rechnest du auch nicht auf Virginia an dieser Position, bei so einer Konstellation von Spielern, dass da im Haystack gekämpft wird. Und man merkt einfach, die Meuchelspieler können ihre Meuchelmentalität, so nenne ich es mal, nicht ablegen. Das sieht man, wenn man gegen Gelokur spielt, auch gegen Romanov. Was haben wir denn noch für Meuchler, die Artifact Assault spielen? Weiß ich nicht, fallen mir jetzt gar nicht mehr so viele ein. Das sind so mitunter die bekanntesten. Dann kommen da so Aktionen wie, ja, ich knife den und mach dann den Runterhängen-Trick, um ihn hier zu grabben. Oder ich weiß ganz genau, hier habe ich die Acro-Range. Oh, Roman, ich muss mal kurz einhaken. Schöner Port hat gewechselt auf Shield. Ja, und da geht er hier auf den Save-Score. Wenn er richtig abspringt, dann sollte da nichts mehr abbrechen. Ja, schön gemacht, Roman. Muss man auch mal sagen, da kann man ruhig mal klatschen. Ja, das macht Roman auch sehr gerne, dass er rausportet und beim Porten schon, sein aufs Shield wechselt, um dann, wenn er rauskommt, sofort nicht geknifed zu werden. Ja, hier wollte er hinten bleiben. Wird auch gestunt, kriegt dadurch Boost-Cooldowns. Wie geil ist das denn? Also die Chance besteht noch. Jan punktet natürlich. Ich habe es ihm ja nicht anders beigebracht. Jan schafft es noch zu punkten und Romanov... Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie den noch bekommt. Der Radar zeigt an auf dem Safe-Score. Yo, 2-1. Romanov denkt sich, scheißegal, ich port in die Base, wenn da 4 Leute hinten sind. Ich kann's einfach mal. Schauen wir mal. Ja. Okay, ja gut, der Gegner ist aber auch auf Eskorte gegangen. Er hat das glückliche Momentum genutzt, der Romanov. Ja, schafft das? Ja, er schafft's. Ja, hat er gut gemacht. Ja, hat er. Kann man so einem Meuchelspieler gar nicht zutrauen, ne? Dass er dann die Übersicht hat, dass er sagt, nee, ich gehe hier mal lieber auf den Stun. Hier knife der für die Defense. Sehr hilfsbereit, der Roman. Mann, so kennt man ihn ja gar nicht. Sozial. Wasted die Ability. Wasted die Boost? Warum hast du jetzt die Boost gewastet? Vielleicht, weil es ein Defender war. Ich weiß nicht. Wenn du Boost waste, muss man immer ganz vorsichtig sein als Attacker. Wann waste ich die Boost? In welchem Moment stunne ich? Ich persönlich mache das immer nur, wenn auch wirklich was rauskommen kann im Attack. Oder aber, wenn die Eskorte vonnöten ist. Jan, ja, die Smoke droppen, das kannst du wirklich besser. Und Romanov ist wieder unaufhaltbar, ja. Der rennt wieder wie ein Beölter. 2 Leute. Jetzt perfect moment für the Smoke. 3, 2, 1.
Jawohl, schön. Schön. Ja, das ist ja ein Hattrick. Das ist ein Hattrick. Das sind drei Artefakte. Meine Güte, es steht 4 zu 2. Die Leute scheinen sich hier nichts zu schenken bei diesem Gameplay, muss ich sagen. Weil sechs Artefakte wurden schon gescored. Ich weiß jetzt nicht, wofür das spricht, dass die Leute natürlich teilweise sehr stark auf Eskorte gehen. Hier schon wieder. Die Base ist sperrangelweit offen. Das ist wirklich ein Auf und Ab. Und Romanov scheint in seinem Navigationsgerät immer nur die eine Route einprogrammiert zu haben. Aber sie ist ja von Erfolg gekrönt, ne? Wie es so scheint. Ja, jetzt wird er geknifft, Skriptatore. Ja, musste nicht sein, das Knife. Aber gut, da hätte ich auch geknifft, hätte nicht geknifft. Und Romanov. Ja, sie haben ihr Ziel erreicht. Meine Fresse, vier Artefakte schon, oder? Mann, aber der Gegner hat auch gepunktet. Es ist quasi nur ein 2-Punkte-Vorsprung, beziehungsweise jetzt ist es 5 zu 3. Ja, die Defense hat bekommen. Jan hat das Artefakt. Schöne Smoke. Romanov ist da auf Eskorte. Was macht Linta? Yo, Linta stand ein. Nice. Nice. Auf jeden Fall haben sie jetzt Jan genügend Zeit verschafft. Und es sollte jetzt gleich 6-3 stehen. Meine Güte, normalerweise ist auf Virginia ist das immer so ein zähes Hin und Her. Und hier fällt ein Score nach dem nächsten. Und ja, gut, hier wirst du eben geaerialt. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Aber gut, das liegt vermutlich auch an den Spielern, die alle wissen, wie Artifact Assault geht. Ne? Das ist ja auch bei Mashups. Entschuldigung, muss ich mal kurz hier hochziehen. Das ist ja auch bei Mashups irgendwie. Ja, Mashups sind Mashups, ne? Ich betrachte das immer so als Flohzirkus, ne? Theoretisch ist Public schwerer als Mashup, weil ich meine, du glaubst. Oh, es ist so schwer zu erklären. Wie erkläre ich denn das? Wie erkläre ich denn jetzt Mashups? Warum das so schwer ist? Na, zum einen, wenn man vielleicht in so einem Achter-Call ist, ist es schwer zu fokussieren, vor allem wenn man die ganze Zeit die Defense hört. Ja, der hat keinen Knife mehr. Wer ist der jetzt bei mir in der Defense oder ist der in der Offense, wie auch immer? Es ist auf jeden Fall, ich finde Mashups irgendwie auch schwer und anstrengend. Und ja, in dem Fall geht die Konzentration bei mir persönlich schnell flöten. Was heißt, na komm, Roman. Jawoll, da ist er! Hat er schön gemacht, schön. Und die Smoke hat er. Shield ist raus. Ja, schönes Shield. Diesmal richtig eingesetzt. Die Smoke kam auch sofort. Und Romanov, na klar, am Wasserturm vorbei. Hat er ja nicht schon 100-mal gemacht. Ja, du olle Pöbelbacke. Es bringt nichts, den der Portet anzurempeln. So weit kommt's noch, Alter. Aber hier macht das wieder safe. Meine Güte. Was ist denn hier los? Fünf Artefakte hat der Bub schon nach Hause gebracht. Meine Herren, Romanov beastet. Beastet, beastet, beastet. 7 zu 4. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie ja, als Klatsche fürs Gegnerteam. Kann man aber nicht sagen, weil sie auch vier Artefakte gescored haben. Das heißt, es steht 3 zu 0. Ja, Jan wird geneigt. Ja, da ist die Defense ein bisschen unorganisiert. Das kommt natürlich auch zusammen bei Mashups. Ich meine, man spielt mit irgendwelchen Leuten, mit denen man. Ich dachte, du gehst auf den Rooster, du arroganter Sack. Ja, das hast du dafür verdient. Das ist ja auch die Schwierigkeit bei Mashups, dass du dann mit jemandem spielst, mit dem du überhaupt noch nie gespielt hast. Du weißt nicht, wie steht der, wo steht der, was hat der für Abilities, beziehungsweise gut, das kann man erfragen, aber wie setzt er sie ein? Wer geht auf Eskorte? Das ist bei einem eingespielten Team natürlich leichter als bei Mashups. Schön, Romanov. Ja, muss man sagen. Ich wäre vielleicht hinterhergesprungen und hätte mich gewundert, warum ich den nicht gekillt bekomme. Aber Romanov, ja, nice. Nice, nice, nice. Und jetzt soll hier keiner rumheulen wegen U-Turn oder Attacker-Kill. Ich hätte den Kill auch genommen. Gut, ich bin jetzt kein Indikator dafür, wann man U-Turn sollte und wann nicht. Ich meine, da gibt es ja auch wieder die Community Police, die das dann entscheidet und verurteilt. Ja, hier wirst du geknifed. Kriegst du das? Oh, auch geknifed vom lieben Jan. Ja, das kann er. Aber ja, nicht viel kann, aber das kann er. Ah, jetzt bist du gewiped. Jetzt kommt das Shield, oder? Nee, Shield, Smoke meine ich natürlich. Resilience hilft dir. Ja, okay. Ich glaube, die Knives sind jetzt auch raus. Ja, genau. Deswegen switcht er jetzt hier auf Port. Sehr intelligent. Er schlägt mal eine andere Route ein. Nee. Nee. Romanov und dieser Wasserturm. Es scheint. Oh! Ah! Bitter. Bitter, bitter, bitter. Deadly Venom. Da hat er seinen unglaublichen Konsolenskill ausgepackt. Und Romanov gezeigt, wo der Hammer hängt. Schade. Schade. Aber auch schöner TP-Kill von Deadly Venom. Muss man auch so lassen. Das sah gerade ein bisschen krass aus von Linta, aber meine Güte. Ja, Romanov denkt sich, nee, daher hier ist Chefsache. Ich mach das jetzt hier 7 zu 5.
Meine Güte, was für ein Spiel, Leute. Also ich fand's klasse, unterhaltsam. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, abonniert den Kanal von Romanov. Ich packe ihn in die Beschreibung. Gebt dem Video einen Daumen nach unten oder Daumen nach oben, wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat. Leute, das war's schon wieder. Danke für das Gameplay, Romanov. GG an alle Beteiligten und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!